Hallo und herzlich willkommen zu Stadtgespräch der Oberkirch Podcast. Heute im Gespräch mit Jakob Scherzinger, Leiter der Musikschule Aachen Oberkirch. Hallo Herr Scherzinger. Hallo, guten Tag. Vor einigen Folgen hatten wir uns schon mal unterhalten. Heute hat es einen guten Grund, dass wir uns wieder treffen, denn morgen findet das große Jubiläumskonzert statt. Wo ist es denn? Ja, unser Jubiläumskonzert 30 Jahre Musik- und Kunstschule Aachen Oberkirch wird in Sassbachwald im Kurhaus stattfinden. 18 Uhr, herzliche Einladung bereits an alle. Der Eintritt ist frei. Das ist ja schon mal interessant. Aber wenn ich hingehe, auf was darf ich mich denn freuen? Also wir haben ein buntes Programm vorbereitet, das die Arbeit an unserer Musikschule auch ein bisschen widerspiegelt. Also es werden aus allen Fachbereichen Ensembles, Solisten musizieren, teilweise bestehend aus sehr guten Schülerinnen und Schülern oder aus den Lehrkräften unserer Musikschule. Und zum großen Abschluss spielt dann unser großes Symphonieorchester. Großes Jubiläumskonzert. Auf welche Musikstücke können wir uns denn konkret freuen? Können Sie da schon was verraten? Also ich will noch nicht so viel verraten, aber wie gesagt, es ist eine ganz bunte Mischung von Klassik, Solo-Geigenbeiträge mit Klavier, über Beiträge von kleinen Bands, bis dann eben zum Symphonieorchester, das am Schluss unseren Danzon Nummer 2, den wir schon bei 2 Konzerten aufgeführt haben, nochmal aufführen wird. Also, es wird nicht zu viel verraten, auch auf Nachfrage nicht. Also lohnt es sich hinzugehen. Klar, es werden Musikschülerinnen und Musikschüler sein, die musizieren. Und einige von denen, die hatten ja vor ein paar Wochen einen ganz großen Termin. Was stand denn da auf dem Programm? Genau, vor einigen Wochen war der Musikpreis Aachen Oberkirch. Das ist ein Preis, der von den Städten Aachen Oberkirch jeweils im Wechsel ausgeschrieben wird. Und zwar ist es für besonders talentierte junge Musikerinnen und Musiker, die sich in der Jury stellen und dann ein Preisgeld von bis zu 1.000 Euro gewinnen können. Und das Besondere war ja, dass er ja erst mit ein bisschen Abstand stattfinden konnte, weil auch in dem Bereich Corona manches nicht ermöglicht hatte. Genau, also wir mussten den Musikpreis 2-mal verschieben aufgrund der Einschränkungen und auch der schlechten Vorbereitungsmöglichkeiten für die Schülerinnen und Schüler. Aber deswegen so erfreulicher war es, dass das Niveau jetzt in diesem Jahr, fand ich, besonders hoch war und sich doch einige Schülerinnen und Schüler da dem Preis und der Jury gestellt haben. Wie viele haben denn an dem Wettbewerb überhaupt teilgenommen? Es waren 27 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, von denen wirklich alle sehr gut gespielt haben und alle auch ein tolles Ergebnis erreicht haben und dann auch eine Würdigung für die Vorbereitung und den Fleiß im Vorfeld bekommen haben. Und waren das dann alles Schüler von der Musikschule oder konnte man auch als junger Musiker, der in irgendeinem Musikverein oder in der Trachtenkapelle musiziert, an dem Wettbewerb teilnehmen? Also es kann jeder teilnehmen, der gern Freude an der Musik hat, bis zum Alter von 21 Jahren. Also es waren Jugendliche oder Junggebliebene gedacht. Und es waren die meisten tatsächlich von der Musikschule, 25 von den 27 waren von der Musikschule. Genau, aber teilnehmen darf theoretisch jeder hier aus der Raumschaft im Acher- und Renchtal. Und es war natürlich auch eine gute Gelegenheit, dann nochmal die jungen Musiker dann zu präsentieren, weil es gab ja da auch noch ein schönes Konzert im Anschluss. Genau, also am Samstag vor 3 Wochen war den ganzen Tag eine Wertung. Da waren 3 Hochschuldozenten, erfahrene Hochschuldozenten zu Gast hier in Oberkirch und haben sich die Beiträge angehört und haben dann Preisträger auserkoren, die dann auch beim Preisträgerkonzert spielen durften, das dann am darauffolgenden Sonntag war. Und dort wurden auch die Urkunden an alle übergeben. Jetzt nochmal einen Schritt zurück, das Jubiläumskonzert, 30 Jahre Musikschule. Wie war denn das am Anfang von der Musikschule vor 30 Jahren? Was war denn der Anlass, dass überhaupt die Musikschule Aachen Oberkirch gegründet wurde? Also seit den 70er Jahren gab es eine große Musikschule in Offenburg, die Städtische Musikschule in Offenburg. Die hatte verschiedene Zweigstellen, unter anderem eine Zweigstelle in Oberkirch und eine in Aachen. Und diese riesige Musikschule in Offenburg sollte dann, das gab es Prozesse, wo man sie umstrukturieren wollte und zu einer GmbH umwandeln wollte, und das hatten dann die großen Kreisstädte Aachen und Oberkirch, wollten dann nicht mitziehen und haben gesagt, wir machen was Eigenes und haben dann einen Zweckverband gegründet, wo eben Aachen und Oberkirch als die größten Städte dabei sind, aber zu den Gründungsmitgliedern dann am 9. November 1992 in Kappelrodeck zählten auch Kappelrodeck eben, Bad Peterstal-Griesbach, Sassbach, Sassbach-Walden, Oppenau und Rennchen. Dann passt natürlich auch sehr gut das Datum mit dem 12. November, mit dem Jubiläumskonzert.
War die Musikschule dann von Anfang an schon so breit aufgestellt, was das Angebot anging? Also genau, der 12. November passt natürlich wie die Faust aufs Auge, fast genau 30 Jahre nach dem Gründungsakt damals. Die Musikschule oder öffentliche Musikschulen sind insgesamt immer breit aufgestellt. Natürlich unterliegt es immer so ein bisschen dem gesellschaftlichen Wandel, was gerade so gewollt wird in der kommunalen Bildungslandschaft. Also ich denke, die Schulkooperationen haben sich auch in den Jahren ein bisschen weiterentwickelt, weil die Schule in dem Alltag der Schülerinnen und Schüler immer einen größeren Raum einnimmt, gehen wir mehr vermehrt in Schulen. Aber das zeichnet uns als öffentliche Einrichtung auch aus, dass wir sehr breit aufgestellt sind. Also wir fördern sowohl die Breite, aber auch natürlich Spitzenleistungen von jungen, talentierten Musikerinnen und Musikern. Könnten Sie das noch ein bisschen genauer erklären, wie Sie dann in die Schulen reingehen? Weil ich habe immer gedacht, na, Musikschule, das ist was, das mache ich dann am Nachmittag in meiner Freizeit. Dem ist also nicht so. Also das Herzstück unserer Musikschule ist natürlich der Einzelunterricht, Instrument oder Gesang. Da kommen dann die Schülerinnen und Schüler eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, eine Stunde zu uns in die Musikschule. Aber wir haben natürlich einige Schulkooperationen und auch Kooperationen mit Kindergärten. In der Schule beispielsweise bieten wir Chorklassen an, also Chorunterricht. Lehrkräfte unserer Musikschule gehen in die Schulen, bieten dort einen Schulchor an oder Bläserklassen. Dort lernen sie ein Blasinstrument im Klassenverbund oder Streicherklassen. Da lernen sie dann ein Streichinstrument in der Schule oder es gibt in den Grundschulen noch einige Blockflötenklassen, die dort vor Ort in den Schulen angeboten werden. Und das ist dann bereits in der Grundschule oder in der weiterführenden Schule, wo das stattfindet? Also die meisten Angebote sind tatsächlich in der Grundschule, erste, zweite Klasse oder dritte, vierte Klasse. In den ersten und zweiten Klasse haben wir viele Blockflötengruppen. In der dritten und vierten Klasse dann eher die Instrumentalgruppen, das heißt Streicherklassen oder dann Bläserklassen. Und dann haben Sie ja auch noch ein ganz spezielles Angebot im frühkindlichen Bereich, der zum einen in den Kindergärten, aber auch losgelöst davon stattfindet. Genau, also bei uns kann man musikalische Bildung erfahren ab quasi dem ersten Lebensjahr. Unsere Musikkäferkurse sind für Kinder ab 6 Monaten. Wenn sie dann in den Kindergarten kommen, dann bieten wir musikalische Früherziehung entweder in den Kindergärten oder hier auch bei uns an der Musikschule an. Das ist ein frühkindliches oder vorschulisches Förderprogramm, wo es darum geht, elementare Grundtechniken musikalischen Lernens zu erfahren. Dann gibt es parallel noch das Programm SBS, Singen, Bewegen, Sprechen. Das ist ein Sprachförderprogramm, das vom Land bezuschusst wird, aber über die Musikschulen durchgeführt wird. Das findet auch an den Kindergärten statt. Das sind so unsere Kooperationen, die wir auch im frühkindlichen Bereich haben. Jetzt haben wir ganz viel zu Kinder und Jugendlichen gehört. Und wie schaut es aus, wenn ich als Erwachsener, der irgendwann mal in seiner Kindheit ein Instrument gelernt hat, nochmal das auffrischen will, nochmal wieder musikalisch aktiv werden will? Kann ich das dann auch an der Musikschule machen? Kann ich da auch Stunden belegen oder Stunden nehmen? Also wir stehen allen Menschen offen, die Freude und Spaß am Musizieren haben, auch Erwachsenen. Das wird oftmals nicht so gesehen oder oftmals nicht erkannt. Also wir haben ein Angebot, das ist so eine sogenannte 12er-Blockkarte. Das heißt, man kann individuell mit den Lehrkräften abgesprochen 12 Unterrichtseinheiten wahrnehmen, 12 mal eine halbe Stunde. Das ist ganz interessant für Berufstätige, die vielleicht nicht jede Woche Zeit haben, die sagen, okay, ich brauche mal 2 Wochen, um das im Unterricht gelernt ein bisschen zu vertiefen. Das ist insbesondere für Erwachsene ein Angebot, die auch Sachen auffrischen wollen oder auch was Neues lernen. Die Einrichtung heißt ja Musik- und Kunstschule. Jetzt haben wir den einen Zweig, die Musikschule, schon ziemlich intensiv vorgestellt. Und im künstlerischen Bereich? Also im künstlerischen Bereich, im Kunstbereich haben wir Kurse zum kreativen Malen und Zeichnen. Findet hier in Oberkirch statt. Montag, Dienstag, Mittwoch gibt es Kurse, die in altershomogenen Gruppen angeboten werden, auch ab 6 Jahren bis zum Kurs, der die Kinder oder die Jugendlichen dann auf eine Vorbereitung für einen Kunst, so einen Mappenkurs vorbereitet. Also das sind wir auch breit aufgestellt in dem Bereich. Jetzt ist natürlich so ein Jubiläum immer auch ein bisschen der Anlass, zurückzublicken. 3 Jahrzehnte erfolgreiche Arbeit, viele Musiktalente hervorgebracht. Wo sehen Sie denn Ihren Auftrag? Ist es mehr so die musikalische Allgemeinbildung oder auch ein Stück weit die Talent- und Spitzenförderung, in dem dann zum Beispiel junge Musiker begleitet werden, zur Jugend musiziert? Also wir haben unserem Jubiläumsjahr auch ein Motto gegeben, das genau in die Richtung geht, und zwar aus der Breite für die Spitze. Also wir müssen beides, oder wir
decken beides ab. Wir wollen Breitenförderung auch für das Musizieren in den Orchestern, in den Vereinen. Das ist total wichtig, oder in der Schule, in der Kirche oder gemeinsam zu Hause. Aber wir wollen natürlich auch Talente fördern. Und als Musikschule sind wir immer auch eine studienvorbereitende Institution. Das heißt, wir wollen auch auf unser die besonders Talentierten auf ein Musikstudium vorbereiten. Da sind wir jetzt auch dran, eine studienvorbereitende Ausbildung zu etablieren und zu installieren hier in der Musikschule. Sie hatten jetzt schon andere Vereinigungen, Institutionen angesprochen, die auch sich sehr für die Musik einsetzen, wie Kirchenchöre oder Musik- und Trachtenkapellen. Sehen Sie sich da ein Stück weit als Scharnier oder Dienstleister für diese? Ja, wir unterstützen die Musikvereine insbesondere und die Chöre in ihrer Nachwuchsgewinnung. Das ist unsere Aufgabe. Wir leisten den Instrumentalunterricht, den Einzelinstrumentalunterricht, beziehungsweise unsere Lehrkräfte leisten den Instrumentaleinzelunterricht. Und in den Vereinen wird dann das Hobby des Musizierens noch ein bisschen ausgebaut, weil das Musizieren in der Gemeinschaft macht natürlich am meisten Spaß. Und das erleben viele Jugendliche und Kinder dann im Musikverein. Das ist total wichtig, weil das dort dann ein Hobby kann, neben der Familie und der Schule zu einem dritten Ort werden, sagt man. Und das ist natürlich total wichtig für die Entwicklung der Kinder, dass man da auch in der Gemeinschaft, in der musikalischen Gemeinschaft sich wohlfühlt. Und dafür sind die Vereine total wichtig. Und wir leisten dann gern die Dienstleistung, dass es so weit kommt, dass sie befähigt sind, im Verein zu musizieren. Jetzt haben wir Blick zurück schon geworfen auf den Beginn der Musikschule Aachen-Oberkirch. Aber wo wird denn die Musikschule in ungefähr 30 Jahren stehen? Ja, das ist eine gute Frage. Das ist schwer zu beantworten, weil die Gesellschaft ist immer im Wandel. Also ich hoffe, dass wir auch in 30 Jahren fest verankert in der kommunalen Bildungslandschaft hier sein werden im Aachen-Rennichtal. Ich hoffe auch, dass trotz der zunehmenden Digitalisierung das analoge Musizieren immer noch einfach wichtig im Leben der Kinder und Jugendlichen ist, flankiert von digitalen Angeboten, aber das analoge Musizieren muss immer im Vordergrund stehen und auch, dass die Vereinsstruktur das weiterhin zulässt, dass man gut und gerne im Orchester musiziert und dass man da auch seine Freunde, seine Partner dann findet. Das hoffe ich, dass es in 30 Jahren noch ähnlich ist wie heute. Wahrscheinlich wird es ein bisschen anders aussehen, aber ich bin mir sicher, dass wir dann trotzdem als Musikschule noch innovativ und ja, zukunftsweisend sein werden. Also ich denke, mit dem Engagement, wie Sie das berichten und auch so engagiert, wie die Musiklehrer hier an der Musikschule sind, wird auch in 30 Jahren die Musikschule noch den entsprechenden Drive haben. Ich möchte mich bedanken für das Gespräch heute mit Jakob Scherzinger, Leiter der Musikschule Aachen-Oberkirch. Vielen Dank für das Gespräch. Herzlichen Dank.